Hallo Leute, willkommen zu Pixel Heroes und so weiter. Ich werde jetzt eine ganze Folge, wahrscheinlich wird das die letzte Folge, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich mache das einfach hier als letzte Folge. Willkommen in der letzten Folge von Pixel Heroes. Genau, und zwar werde ich jetzt eine Folge machen, in der ich ziemlich oft wahrscheinlich sterben werde und ich werde Versuche machen, was ist gegen den Tod effektiv. Und ich habe so eine Gruppe gemacht und wir schauen uns das jetzt mal an, wie das so ist. Genau, hier kommen wir nämlich den Tod entgegen und wir können jetzt gegen den Tod kämpfen. Das machen wir auch. So, ich habe nämlich hier eine Gruppe ausgewählt, die verschiedene Dinge kann. Zum Beispiel, den Tod kann man betäuben. Das ist gut, sogar sehr gut zu wissen. Einziges Problem an der Sache ist, ich darf diese beiden hier nicht angreifen, denn das sind meine größten Freunde. So. Okay, er ist immun gegen Brennen. So, der Tod ist verflucht und macht krank. Ist aber betäubbar. Er ist betäubbar und er ist immun gegen Brennen. Jawohl, sehr gut. So, ich glaube, der wird jetzt sterben. Ich muss jetzt leider so angreifen. Oh, er ist verwundet. Ich muss mir nachher in der Aufnahme übrigens ansehen, wie viel Leben das ist. So, dann würde ich sagen, machen wir den. Okay, er nimmt sehr, 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 sehr wenig magischen Schaden. Der Tod holt uns, weil wir tot sind. Haha, und weil wir gegen den Tod gekämpft haben. Okay, die sind jetzt auch beide tot. Das ist vollkommen okay. Auf jeden Fall ist der Tod betäubbar. Das heißt, wenn wir einfach eine Gruppe mit drei Leuten, die betäuben können, und vielleicht nicht unbedingt einen, der nur AOE-Spells hat, dann können wir das schaffen. Denn wenn die beiden Käfer überleben, dann kommt er nur jede dritte Runde dran. Und wir haben den echten Erfolg. Ach ja, genau, wir haben den Erfolg hier freigespielt. Ich hoffe, ich zeige nicht in irgendeinem vorherigen Part, wie wir den... Wahrscheinlich werde ich irgendeinem vorherigen Part zeigen, wie wir schon die 50 und 100 Mal haben, weil das soll ja der letzte Part werden. Genau, wir haben verloren, das ist vollkommen okay. Genau, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Also, was heißt, wir sehen uns gleich wieder und vielleicht schaffen wir schon im zweiten Versuch den Tod. Ich habe keine Ahnung. Bis gleich. Und jetzt möchte ich mal zeigen, was ich 90 Mal machen werde. Ich gehe auf neues Spiel, nehme die schwerste Kampagne, ja, suche mir irgendwie die Lullard-Gems raus, die irgendwie am wenigsten Leben haben. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus und das sieht gut aus. Dann starte ich einfach das Abenteuer. Ich hätte hier gern irgendwie einen Fast-Forward-Button, muss ich sagen. genau, dann kommt dieser Fuzzi, der uns sagen will, dass alles kacke ist, was ultra lange dauert. Ich wünschte, ich könnte das irgendwie überspringen. Dann nehme ich einfach die allererste Quest an, der ich begegne. Djindit, Schwug will er annehmen. Dann gehe ich hier rein. Mach das da. Geh auf Go. Werde wahrscheinlich die ersten zwei Begegnungen einfach skippen, weil die Gegner hier viel zu leicht sind. Gehe ich mal davon aus zumindest. Und ja, und dann werde ich im ersten Dungeon einfach gegen... Außer wenn ich dem Tod begegne. Das wäre natürlich cool, wenn ich auf dem Weg zum ersten Dungeon ein paar Mal den Tod begegne. Dann kann ich den gleich angreifen. Dann haben wir einen recht schnellen Tod. Jo, ja, und jetzt mache ich Go. Das ist gut. Ich kann mich an der Kiste sterben. Aber das dauert auch ein bisschen. Egal, ich würde auch nicht länger dauern. So, damit ist der erste schon mal tot.
dauert doch alles ein bisschen, ne? Boah, dieser Erfolg wird so... Diese verdammten letzten zwei Erfolge werden so übelst lange dauern. Ich bin eigentlich doof, warum mache ich das? Ja, jetzt bekomme ich sogar noch schöne Items. Und jetzt gehen wir einfach weiter. So, genau. Ja, und jetzt werde ich das machen, was wir immer machen. Oh ja, 4 Schaden. Und den hier. Genau, das mache ich jetzt quasi die ganze Zeit. Ist ganz schön aufregend, ne? Ich sollte das echt im Let's Play machen, wie ich diese 90er, wie ich das 90 Mal mache. Oh mein Gott, das wird echt verdammt lange dauern. Ja. Ich sollte am Anfang gucken, welchen Quest ich annehme. Ich glaube, Vergangenes Reich wäre zum Beispiel ziemlich geil. Oder irgendwas, was Statuseffekte macht. Das hier dauert ziemlich lang. Vielleicht entwickle ich da noch eine Technik, wie es am schnellsten geht. Aber am einfachsten ist es, Charaktere nehmen, die recht wenig Lebensscaling haben. Die, du kannst sie gar nicht mit der Faust angreifen. Warum kann sie, wenn sie verwirrte Sachen machen, die spielphysikalisch eigentlich nicht möglich sind? Das verstehe ich nicht. Wow, wir haben einen Gegner bezwungen. Yay! Ja. Wie lange dauert das? 2-3 Minuten und das jetzt 89 Mal? Ich freue mich schon richtig. Das wird richtig geil. Ja, und jetzt haben wir verloren. Und jetzt haben wir... ja. Was? Was? Warum zählt das nicht? Was? Warum... Warum zählt denn das nicht? Habt ihr es gesehen? Der Friedhof steht immer noch bei der Erfolg steht immer noch bei 10. Okay, das muss ich mal gucken, woran das liegt. Wenn das jetzt buggy ist, ist das blöd. Dann kann ich nicht 100% machen. Was? Egal, wir sehen uns dann auf jeden Fall, wenn ich das irgendwie hinbekommen habe. Genau, bis in... keine Ahnung, wie lange das dauert. 1000 Milliarden Jahre. Oh nein, werde ich diesen epischen Kampf noch schaffen können? Und... Ah, verdammt, ich habe verloren. So ein Pech aber auch. Ja, so ein Zufall, dass wir jetzt 40 Mal hintereinander verloren haben. Hallo, Tod. Like a boss. Verliere 50 Mal. Yay. ja. Ja, das ist ein ganz toller Erfolg, muss ich sagen. Es macht super viel Spaß. Wir sehen uns dann bei den 100 und dann gibt's endlich den Tod. Ja, bis gleich. So, da sind wir bei einer ganz besonderen Aufnahme. Und zwar für mich ist es die letzte, das letzte Mal spielen von diesem Spiel. In diesem Let's Play zumindest. Ob ich es dann auch nochmal spielen werde, weiß ich nicht. Und zwar werden wir sterben. Was für ein bescheuerter Abschluss für ein 100% Let's Play. Aber es ist so, ja. Oh, was nehmen wir noch als letztes? Irgendwas, was noch wenig Leben hat. Und da können wir losgehen. Genau. Ja, das ist, ihr werdet natürlich hier noch den Tod sehen. Und danach werde ich noch ein kleines Fazit abgeben. Aber für mich ist das letzte Mal, dass ich das Spiel betreten werde und ein Abenteuer bestreiten werde. Nennen wir es mal Abenteuer. Und wir nehmen gleich den ersten Quest an, egal was der andere ist, weil wir haben ja da keine großen Anforderungen. Ich glaube, ich habe es auch sogar schon mal gezeigt. Schwupp! Und dann gehen wir los und lassen uns ordentlich aufs Maul hauen. Ich habe das jetzt 90 Mal gemacht, das ist jetzt genau das 90. Mal in Folge oder so, wo wir das machen. Und ja, schön war es, wenn man auf der Reise zum ersten Dungeon gleich dem Tod oder den fliegenden Pelopen begegnet ist. Da geht das natürlich sehr schnell. Ansonsten kann es schon etwas länger dauern. Nein, leider nicht. Das wäre jetzt ein cooler Abschluss gewesen, vom Tod getötet zu werden. Aber na gut. Dann gehen wir in die Spukvilla und schlagen unseren letzten epischen Kampf. Ja, wird wahrscheinlich der letzte epische Kampf werden. Ist das nicht aufregend? Also das ist jetzt richtig Action pur.
Hui, ja. Genau, sehr schön. Also ich muss sagen, dieses 100-mal Friedhof, also dieser Volk Massengraf, der ist echt lästig, muss ich mal so sagen. Gehört natürlich zu den 100% und alles, aber puh, ich muss schon sagen, war ein bisschen teilweise, also was heißt teilweise, ich habe das so nebenbei gemacht, ich habe irgendwelche Let's Plays geguckt und nebenbei dann immer das gemacht, dann war es nicht so zeitraubend. Und ja, da verabschiedet sich der erste Held. Und nein, mein armer Wolf. die Schatten sollen euch holen. Genau, also wie gesagt, das war eigentlich ein ziemlich doofer und unepischer letzter Erfolg, muss ich sagen. Aber, tja, manchmal kann man es sich nicht aussuchen. Ich meine, dann hätte, ob ich es jetzt am Schluss farmen oder ob ich zwischendurch irgendwann farmen, nur damit ich einen letzten coolen Erfolg habe, ist ja auch egal. Ja, das habe ich die ganze Zeit jetzt gemacht. Das habe ich jetzt 90 Mal gemacht. Toll, ne? Das ist super. So, dann krepierst du jetzt mal schön am Parasit, jawohl. Die Erlösung. So. Ja, dieser Schwarzmage freut sich irgendwie immer, wenn er stirbt. Für ihn ist das Leben, wie es aussieht, eine Qual. Genauso wie heilen. So, und jetzt bleibt ein episches 1 gegen 1 von Fosco versus Zombie. Allerdings wird der Zombie natürlich haushoch gewinnen, weil er uns schon krank gemacht hat und wir die ganze Zeit nur mit der Faust angreifen. Und er setzt Jam Jam ein, also wir haben keine Chance. Und knabbern! Nein, Einschlag! Der letzte Angriff, den ich in diesem Let's Play... Na gut, für euch ist es nicht das letzte, weil ich noch gegen den Tod kämpfe, aber für mich ist es das letzte Mal, dass ich eine Aktion ausführe. Jawohl! Ah, da ist er, der Tod, und der holt uns ab. Und damit haben wir einen Erfolg freigespielt. Massengrab. Verliere 100 Mal. Hier liegen 116 Gräber. Wir haben das, heißt quasi, wir haben 100 Mal verloren und 16 Mal gewonnen. Darf ich vorstellen, was ich die letzten zwei Tage gemacht habe? Genau, bis hierher. Das haben wir die letzten zwei Tage gemacht. Schön, ne? Ja, und hier müsste ich 16 Siege haben. 1, 2, 3. Ups. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Siege reichen, um das Spiel durchzuspielen. Ja. Und 100 Mal verlieren natürlich. Genau. Sehr schön. So, meine Freunde, dann kommt jetzt endlich das epische Ereignis, wie ich den Tod töte. So, haha. Hallo Freunde, ich zeige euch jetzt, wie man den Tod tötet. Höchstwahrscheinlich, sage ich jetzt mal. Denn ich habe ihn bisher noch nicht getötet, aber ich habe eine Strategie. Und meine Gruppe ist perfekt für ihn. Oh, jetzt hätte ich fast auf Geht vorbeigedrückt. Greift ihn an. So, was ist mein Trick bei der Sache? Ich habe die perfekte Gruppe dafür. Ich habe eine Gruppe, die 100% Skills hat. Also was sind die Grundvoraussetzungen? Wenn ihr den Tod töten wollt, nehmt... ich bin gerade übrigens ein bisschen nervös. Nehmt den Kräutermann, nehmt den Jäger und nehmt irgendeinen x-beliebigen Champ. Es ist total egal, wer dieser Champ ist. Es ist besser, wenn er irgendwie auf Kraft basiert, als statt auf Zauber, weil der Tod ist ziemlich resistent gegen Magie. Und genau, nehmt einfach irgendwas, was hier... Eigentlich ist es auch egal. Wenn ihr dann diese Gruppe erstellt habt, dann geht so früh wie möglich, ja, geht so früh wie möglich in die arkane Waffenkammer. Denn der Boss gibt den Teaser. Der Teaser tut auch zu 100% stunnen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, denn der Tod ist stunbar. Gut, was macht ihr? In der ersten Runde einfach stunnen. Er kann sich nur befreien, kann nichts machen. Ich bin wieder an der Reihe. Was mache ich dann? Naja, ich stun ihn gleich nochmal. Und so geht das jetzt die ganze Zeit weiter. Im Grunde mache ich nichts anderes, wie den Boss die ganze Zeit, also den Boss, den Tod, die ganze Zeit einfach nur stunnen. Es ist auch total egal, wie viel Schaden ich mache oder sonst was. Einfach nur permanent den Boss stunnen. Was ich euch auch noch empfehlen kann,
Deswegen hat man vielleicht im vorletzten Part, Ende des vorletzten Parts gesehen, dass ich auf dem Rückweg noch Items ausgerüstet habe, die mich vor Befallen und Vergiften schützen. Denn diese zwei Viecher sind immer dabei beim Tod und die werden dich in ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit krank machen, vergiften und befallen. Und das Vergiften ist nervig und man möchte sich auf den Tod konzentrieren, damit dieser Kampf nicht zu lang dauert. Also Vergiften sollte hier definitiv drin sein. So, dann greift mal wieder an. 22 Schaden, das ist relativ wenig. Das ist aber auch egal. So, jetzt können wir zum Beispiel... Nein, das können wir nicht. Dann gleich wieder den Tod betäuben. Jawohl. Theoretisch reicht das nur der Teaser auch aus, wenn man den hat, um den Boss zu schaffen. Mehr braucht man eigentlich gar nicht. Aber gut. Was ich dann testen... Der Boss, ich sag immer Boss, es ist eigentlich der schwerste Gegner im Spiel. Außer natürlich man weiß, wie man ihn töten kann. Dann ist es nicht der schwerste Gegner im Spiel. Und ich weiß es zufällig. Also ich hab's selber herausgefunden. Ich habe es nicht irgendwie gegoogelt. So, dann machen wir mal den hier. 38. Er ist mittlerweile verwundet. Jawohl. Ich bin sehr aufgeregt, muss ich sagen. So, dann machen wir den hier. Okay, der Boss ist immun gegen Vergiften. Ich bin auch immun gegen Vergiften. Das ist mir daher alles ziemlich egal. Er hat sich wieder befreit von der Betäubung. Ist mir aber auch egal, denn zack, hauen wir gleich den Skill raus. Es ist auch nicht so wichtig bei dieser Konstellation, wenn man... Der Tod ist dem Tode nahe. Haha, das wollte ich schon die ganze Zeit sagen. Es ist auch egal bei dieser Konstellation, wenn man sich einmal irgendwie ein bisschen verhaspelt und... Dann ist der Tod befreit und ich würde jetzt irgendeine Runde irgendwas Falsches machen. Wäre es auch egal, weil es sind erst zweimal die Käfer dran. Das heißt, ich kann ganz normal wieder schön stunnen. Und jetzt wird der Tod gleich sterben. Nein, er lebt noch. Jo, dann greifen wir mal den Tod nochmal an. Jetzt zum Beispiel habe ich eine Konstellation. Ich kann jetzt mit keinem Charakter stunnen. Der ist nicht dran. Der hat noch eine Runde Cooldown. Der kann auch nicht stunnen. Ist egal. Einfach ganz normal angreifen. Er ist jetzt sowieso tot, aber theoretisch hätte man es mit richtig timen. Juppidoo! Ich habe den Tod getötet! Ja, besiege den Sammler der Seelen höchstpersönlich. Oh, geil! Man muss auch. Ich dachte, man muss die Käfer auch noch bezwingen. Oh, ich liebe das. Dieser Erfolg. Töte den Tod. Es ist so einfach. Der Teaser. Du brauchst nur den Teaser. Du brauchst nichts anderes. Eine Gruppe kann noch so kacke sein, die kann ein Damage machen. Du brauchst nur den Teaser. Das ist... Ich glaube, es gibt keinen anderen Verwendungszweck für das Item wie den Teaser. Ja, sehr schön. Ah, Twitter den Tod. Geil, richtig geil. Freut mich, dass ich den Erfolg hatte. Das war der letzte Erfolg, der mir Kopfzerbrechen gemacht hat. Ah, sehr schön. Ja, geil. Super. Schwuppdiwupp. Okay. Ja, gut. Der Rest vom Kampf, den werden wir gerade noch irgendwie hinkriegen. So, meine Freunde. Und, jetzt im Anschluss werde ich dann noch zeigen, der letzte Erfolg wird das mit den Friedhöfen sein. Ich muss nämlich noch ein paar Mal verlieren und ja. So, was haben wir denn bekommen? Wow, das bringt mir auch relativ viel, nachdem ich den letzten Dungeon geschafft habe. Das skaliert 100% auf das. Alter, ist die Waffe stark. Ah, scheiße, ist die stark, die Waffe. Holy shit, ich hätte die am Anfang haben wollen. Aber es ist halt anfangs kannst du den Tod töten, wenn du einen Teaser hast. Du brauchst nur den fucking Teaser, dann kannst du den Tod töten. Das ist schon ziemlich cool. So, das Ding haben wir jetzt hier rein. Das ist geil, saugeil. Oh, ist das cool. Ja, weg mit dem ganzen Schmuh. Ich hab's eh geschafft. Nice. Ja, meine Freunde, dann haben wir soeben den Tod getötet. Ich dachte mir schon, dass die Strategie aufgeht und es leckt mich am Arsch. Es ist eins in der Nacht, ich muss in 4 Stunden aufstehen, aber ich wollte das heute unbedingt noch machen. Und das Geile ist, es ist die vorletzte Begegnung im Spiel gewesen. Ich hatte wirklich nicht mehr viel Chancen, dass ich den Tod begegne. Ah, geil. Ja, meine Freunde, dann war's das. So tötet man den Tod. Und jetzt kommen dann noch die zwei Ausschnitte, wie ich die ganz oft verliere, um den Friedhof Erfolg zu farmen. Ich freue mich schon. Bis gleich. So, da haben wir also den Tod getötet, seine epische Waffe gelootet.
Und jawohl. Und dazwischen habe ich noch ein paar andere Folgen gemacht und das war jetzt alles am Schluss ein bisschen chaotisch, aber letztendlich haben wir es tatsächlich geschafft, die 100% zu erreichen. Und eigentlich sind diese beiden 100% total für den Arsch, denn diese Erfolge hier beinhalten... Mit zwei Erfolgen sind die beiden Dinger mit 100% eh abgetan. Genau, wir haben 100% Geschichte gemacht. Ich werde jetzt nochmal zusammenfassen, was wir alle schon gemacht haben. Wir haben natürlich für Captain Caps Lock, ich glaube, 6 Quests braucht man insgesamt oder 5, damit ein Bewohner auf höchsten Glücklichkeitsstufe ist. Und das geht absolut nebenbei, wenn jemand vorhat, irgendwie alles durchzuspielen, ist das nebensächlich. Wenn man Vidi Vici macht, ist das sowieso mit drin. Überhaupt kein Erfolg, den man eigentlich wirklich beachten muss. Genau, was allerdings auch noch dazu gehört zu der Geschichte 100% ist das hier. Diese drei, einmal auf schwer, einmal auf brutal und einmal auf irrsinnig durchspielen. Das gehört auch dazu. Da ist dann oben statt hier dieses Ding rot, ist das dann grün. Genau, das ist schön. Ja, wir haben hier 7-mal verloren, davon glaube ich 6-mal unbeabsichtigt. Einmal bin ich gestorben wegen dem Tod, glaube ich. Oder zweimal sogar wegen dem Tod. Hier habe ich mich einfach kacke angestellt. Und die 90 waren alle absichtlich. Da habe ich nur einen Sieg gemacht und der war godlike. Das war richtig cool. Jawohl, genau. Haben wir alles geschafft. Die ganze Geschichte haben wir durchgespielt. Dann die Helden. Ja, wir haben natürlich auch alle Helden gespielt. Mit jedem mindestens einmal. Mit manchen öfters. Der Streiter 2-mal. Der Abenteurer hat sogar mal verloren. Genau, die, wo jetzt so viele Tode haben, das sind jetzt eigentlich die, die sehr wenig Leben haben, denn die habe ich jetzt im Schluss benutzt, um den Todeserfolg zu grinden. Also hier, die Schurkin hat nur 2 Leben zum Beispiel, der Assassin hat nur 2 Leben, der Bogenschütze hat nur 1 Leben, deswegen ist er ganz oft dran gekommen. Und genau, die Himmelsweber hat 2, Psionikerin hat auch nur 1 Leben, die hatte ich aber seltener. Ja, so sieht's aus. Die Helden haben wir auch mit 30 von 30 Abenteurern haben wir... einmal durchgespielt und die Erfolge, ja, die haben wir natürlich auch alle geholt, wobei der ein oder andere etwas knackiger war, nicht wahr? First Blood, willkommen bei Pixel Heroes, die ganzen schönen Erfolge. Ja, ich habe sie ja eh alle im Let's Play gezeigt, deswegen muss ich nicht weiter darauf eingehen. Ich kann nur sagen, der Erfolg war 1000-mal einfacher, als ich es mir erträumt hätte. Aber ja, das war ein Erfolg, wo ich richtig happy war, dass ich den einfach so chillig bekommen habe. Mit einem Held einen Boss besiegen, das ging nebenbei und das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das so easy ist. Veni, Vidi, Vici. Der zeitaufwendigste Erfolg von allen, hätte ich jetzt mal behauptet. Genau, weil man mit jedem Charakter einmal durchspielen muss, was sich aus den Anzahl der Charakteren mindestens 10-mal durchspielen ergibt. Jawohl, so, ansonsten haben wir alles geschafft. Ich bin auch relativ happy, dass... Gottes Schlechter so easy peasy gegangen ist. Der ging ja First Try. Und God Mode. Wo ist God Mode? Da, God Mode. Dass wir den auch wirklich ganz einfach geschafft haben. Jawohl. Okay, meine Freunde. Ich hab's fertig, das Spiel. Alle Erfolge. Ich hab alles perfekt. Und jetzt möchte ich ein kleines Fazit abgeben. Dieses Spiel ist ziemlich geil, muss ich sagen. Es ist ein Retro-Game. Man darf jetzt nicht so die epischste, man kann jetzt keine Story oder so erwarten. Das ist halt ein lustiges Spiel, man kann es nebenbei mal so ein Ründchen zocken, mal 1-2 Dungeons oder so und dann wieder gut sein lassen. Wenn man aber wirklich vorhat, 100% der Erfolge zu spielen, dann reicht es einem nach einer Zeit auch, denn das Spielprinzip ist nach... War bei mir ziemlich ausgeschöpft, wo ich jede Kampagne einmal durchgespielt habe und war es... Abgesehen vom Todtöten, für mich ziemlich ausgeschöpft. Da habe ich ziemlich alles gesehen und so weiter. Und habe mir gedacht, ja, okay. Die Geschichte konnte man auch theoretisch auch noch fertig spielen, aber ja. Wie gesagt, einmal mit allen drei durchspielen, das ist eigentlich das Interessanteste. Dann hat man eigentlich alles ziemlich mal gesehen. Vielleicht nicht jeden Helden gespielt, aber die Helden unterscheiden sich jetzt hauptsächlich nur von den Skills und ein bisschen vom Scaling. Und im Grunde ist es dann doch so, dass du letztendlich die beste Waffe und den besten Zauber nimmst und die Gegner damit einfach in die ewigen Jagdgründe schickst. Also wie gesagt, das Spiel ist super. Ich meine, ich habe es für 3,99 € gekauft und es hat mir jetzt sehr, sehr, sehr viele Spielstunden gegeben. Also, wow, ich hätte hier gerne irgendwo eine Statistik, wo man das sieht. Sieht man aber, glaube ich, nicht.
Vielleicht, wenn man alles zusammenrechnet auf dem Friedhof, steht da irgendwie eine Spielzeit dabei. Runden. Nee, da steht auch nichts dabei, wie lange er gebraucht hat. Wie gesagt, es ist sehr viel Spielzeit gewesen. Viel mehr als im Let's Play, denn ich habe ja am Schluss einfach nur alles, nur den letzten Dungeon mal gezeigt. Genau, so sieht's aus, meine Freunde. Dann lasse ich hier einfach die Mitwirkenden mal so quasi als Outro laufen. Ich hoffe, es hat euch, das Let's Play hat euch Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das war mal was anderes. Und es ist jetzt, glaube ich, das erste Pixel Heroes Let's Play auf YouTube, das zu 100% ist. Und ich bin froh, dass ich die 100% geschafft habe. Zwischendurch habe ich mir echt Sorgen gemacht, ob ich das schaffen kann oder nicht. Denn es waren so einige Sachen, da war ich mir dachte, scheiße. Das erste Mal haben wir gleich gewonnen, dachte ich mir, ja, easy peasy Let's Play. Und dann haben wir immer verloren und ich dachte mir, oh scheiße, vielleicht schaffe ich die 100% gar nicht. Dann mit dem Tod habe ich dann auch nicht gleich gewusst, ob ich es schaffe. Aber letztendlich bin ich sehr, 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 sehr froh. Ja, thank you for playing, danke. Für 4 Euro kann man dann nichts falsch machen, sage ich jetzt mal, wenn man auf diese Art vom Spiel steht. Genau. Ja, es läuft schon das zweite Mal durch. Also, war cool. Ich bin sehr froh, dass wir das Spiel zusammen durchgerockt haben. Und ich bin auch richtig stolz darauf, dass es das erste 100 Let's Play Pixel Heroes auf YouTube ist. Da hoffe ich, dass viele eingeschaltet haben, um so den einen oder anderen Erfolg zu sehen. Ich hoffe, vor allem der letzte Part wird gut ankommen mit dem Tod. Ja, genau. Gut, das war's, meine Freunde. Lasst ein kleines Kommentar da, wie euch dieses Let's Play so gefallen hat, so dieses Retro mehr, ne? Oder ob ihr mehr so, wow, Witcher 3, super 3D, neuestes vom neuesten, am besten Pre-Release, keine Ahnung. Oder wie euch das so gefallen hat. Und mit den Worten, thank you for playing, möchte ich das Let's Play auch beenden. Bis dann und ciao, ciao, euer Blackie.